Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf legen wir nun auch im Datenschutzbereich unsere Souveränität in die Hand der Europäischen Union. Datenschutz, das Anliegen, das in Deutschland quasi erfunden wurde und in dem er jahrelang weltweit führend war. Viele dieser strengen Regeln betrugen sich jedoch nicht mit den Geschäftsmodellen großer Internetkonzerne, und dementsprechend hoch war der Lobbydruck in Brüssel, die nationalen Regeln zu harmonisieren und bei dieser Gelegenheit auch noch ein bisschen aufzuweichen. Das hohe Niveau des deutschen Datenschutzes war aber kein bloßes Innovationshindernis. Es war auch ein Standortfaktor. Anstatt mit diesem Pfund zu wuchern, opfern wir es nun auf den Altar der EU-Vereinheitlichung. Im Gegenzug erhalten wir die vage Hoffnung, dass Google, Facebook und Co. sich nun in Irland einem ähnlichen Regelungskanon unterwerfen müssen wie in Deutschland. Ob das wirklich konsequent umgesetzt wird oder ob wieder mal nur unsere Unternehmen die Blöden sind, die sich am Ende daran halten müssen, daran sind nach den Erfahrungen im Steuerrecht zumindest Zweifel erlaubt. Natürlich ist der Regulierungsansatz der EU und auch der Landesregierung eher einäugig. Während man Unternehmen einigermaßen streng auf die Finger schauen will, baut der Staat seine Datensammeleinrichtungen beständig aus. Die Zusammenarbeit mit kriminellen Datenhehlern war ja heute schon Thema. Zum Zwecke der Steuerverfolgung ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die Zahl der Abfragen persönlicher Kontodaten aus der zentralen Datenbank der BaFin, ursprünglich eingeführt zur Terrorbekämpfung, explodiert in den letzten Jahren, und die Landesregierung konnte auf meiner Nachfrage nicht einmal nachvollziehen, welche Landesbehörden zu welchen Zwecken und wie oft diese hochsensiblen Daten abrufen. Diese Missachtung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung zieht sich wie ein roter Faden durch die Politik der vergangenen Jahre. Sei es die Abschaffung des Bankgeheimnisses, der Austausch von Konto- und Passagierdaten mit anderen Ländern oder die Nutzung von Maut- und Verbindungsdaten. Überall wird die Axt an Fundamente unseres bisherigen Datenschutzrechts angelegt. Und diejenigen, die in den 80ern noch aufgrund einer vergleichsweise harmlosen Volkszählung auf die Barrikaden gegangen sind, schweigen meist. Angekommen im System nennt man das, liebe Grüne. Der Gesetzentwurf der Landesregierung ändert an diesen Missständen erwartungsgemäß nichts. Während die Unternehmen im Lande mit horrenden Bußgeldzahlungen bedroht werden und sich vor allem kleine und mittelständische Unternehmen nur unzureichend vorbereitet fühlen, gibt es großzügige Ausnahmeregelungen für staatliche Dienststellen. Auch handwerklich gibt es einigen Nachbesserungsbedarf. Schwammige Formulierungen, etwa bei der Abgrenzung von notwendigen und nicht notwendigen Daten, führen zu erheblichen Unsicherheiten. Gleichzeitig sind die Beratungsangebote, das klang zuletzt im Ausschuss auch durch, unzureichend. Hier gibt es noch einiges nachzubessern, und wir freuen uns deshalb auf die Debatte im Ausschuss.